Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider und ich habe meine Händlerin verloren, was ich uncool finde. Sehr, 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 sehr uncool finde. So, wir gehen jetzt ein letztes Mal zu einem Händler und da dann ja alles fertig ist, gehen wir zur Hauptquest, die sich dort hinten befindet. Ich würde sagen, irgendwie komme ich da wohl hier hoch, oder? Und ja, das war's dann. Dann geht's weiter. Und tatsächlich vielleicht mal raus aus PTT, dass wir. Also nach einer gewissen Zeit denkt man sich so auch, irgendwann will man hier auch mal wieder weg. Ist zwar eine nette, schöne, belebte Stadt. Aber ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich seit ungefähr 3 Stunden oder. Ja, doch, seit 3 Stunden, glaube ich. 3 Stunden Spielzeit. Bin ich jetzt schon hier. Und ja, irgendwann ist genug. Ja, natürlich mit ein paar Ruinen, Krypten und sonst was, aber alles in allem bin ich, glaube ich, alleine schon tatsächlich ungefähr 3 Stunden hier. Und ich habe irgendwie den falschen Weg zu den Händlern genommen. Da sind die Händler. Was bist du nochmal für eine Händlerin? Du bist was für Vorbereitung? Hallo. Willkommen. Willkommen. Willkommen in. Große historische Trage sind natürlich in menschlichen Ressourcen erhöht. Ach. What? Ach, wirklich? Sehr gut. Die Götter sind für uns. Okay, jetzt verkaufe ich trotzdem nochmal alles, was ich habe. Bitte sehr. Die Götter sind für uns. Sehr gut. Bitte sehr. Die Götter sind für uns. 19. Was verkaufe ich da gerade? Ah, ist okay. Bitte sehr. 15 von mir ist da auch 19. Also ganz ehrlich, das ist ja. Die Götter sind für uns. Und gleich fehlt mir irgendwas. Das ist mir durchaus bewusst. 16. Bitte sehr. Jetzt habe ich tatsächlich noch mehr Kapazitäten. Das hätte ich vielleicht mal. Hi. Siehst du etwas, das dir gefällt? Etwas noch viel früher hätte ich das schon wieder neu kaufen sollen. Komm bald wieder. Wie sieht's denn bei ihm da hinten aus? Wie geht's? Ich habe viel Handelsware. Mehr tierische Ressourcen. Und ein Schlangenholzbogen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, ich bin auch immer bereit zum Handeln. 45 jetzt oder was? Ja, 45 weiter. Okay. Damit sind wir ready to go. Ja, damit sind wir ready to go. Auf geht's. Auf geht's in die Wildnis. War irgendwie nicht das, was ich wollte. Oh, ich bin eins zu tief. Ich bin eins zu tief. Da wollen wir lang. Wie gesagt, jetzt kann ich auch wieder Materialien einsammeln. Was sehr hilfreich ist. Okay, wo muss ich lang? Nehme an, da oben lang, wo ich schon mal ursprünglich lang wollte, aber nicht gelassen wurde. Die hatte ich doch schon, oder? Ich
meine, ich habe alle Schwalbensprünge schon. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Sieh dir meine Ware. Uchu sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Da bin ich wieder. Puh, eine Jägerin, die soll von Händlerin getragen. Schöne Pistole. Ein Laservisier. Ich hätte das Laservisier gerne. Viel Spaß. Mal. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Ja, kann ich zur Zeit nirgendwo dran tun, aber. Ja. Wird schon. Also hier kam ich auf jeden Fall noch nicht hin. Ich weiß nicht mehr warum. Endlich da. Jetzt geht's. Klar. Natürlich. Der Bergtempel. Das war ein schneller Abstieg. Und warum hat sie sich da jetzt nicht festgehalten? Weil keine Lust. Okay. Ich akzeptiere das jetzt erstmal. Komm, spring ich dagegen. Also, okay. Ja, klar. Passiert ja mal. Passiert. Kann ja mal, ne? Weiß man ja. Kann ja. Ich muss vorsichtig sein. Warum muss ich vorsichtig sein? Weil die Gegner sind oder sein können? Oder warum? Ernsthaft, warum? Was ist das? Ach, ich krieg meine Sachen wieder. Dass ich das noch erleben darf. Ich krieg tatsächlich meine Sachen wieder. Jetzt bräuchte ich auch noch ein Feuer. Jetzt kann ich auch 6 Feuerpfeiler tragen. So. Okay, ach, ich wollte den Überlebensinstinkt weniger benutzen. Entschuldigung. Das war jetzt nicht eigentlich. Was? Die hat mitten im Sprung einfach aufgehört zu fliegen? Also, zu fliegen, ja, von Strichen. Die hat gerade mitten im. Was? Warum ziehst du den Bogen? Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste darüber, aber scheinbar ist das nicht richtig. Aber scheinbar ist das. Das muss richtig sein. Ich hätte vermitteln. Ach, guck mal, jetzt hört sie nicht auf zu. Ich bin drin. Munorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Okay. Jetzt wollte ich das Tor öffnen. Ich habe meinen Bogen, ich habe meine Schusswaffen und ich habe hier tatsächlich 2 Upgrades. Nämlich ein größeres Magazin und das hier. Und ich habe das Laserding sogar tatsächlich da dran. Oh, automatisch. Ich sehe zwar so ein. Ich sehe zwar den roten Punkt, aber irgendwie sehe ich nicht, dass das irgendwas verändert. Hallo? Aufsätze 1 von 2. Aha. Ja, jetzt kann ich natürlich mal hier... Wahrnehmungsdauer. Beine brauchen länger, um Lara zu entdecken. Ja, zusätzliche Ressourcen. Raubtiere brauchen länger, um Lara zu entdecken. Sechs Himmels. Ich hab. Die sind alle so. Ich würde unglaublich gerne einfach mal ein paar Sachen hier machen, aber irgendwie sind die alle doof. Ich würde gerne mehr in diese Herstellung hier investieren, aber es gibt einfach nichts, was sich lohnt herzustellen.
Es lohnt sich einfach nicht. Kann ich... Was? Stelle ich das her? Okay, dann stelle ich das her. Stelle ich das her? Okay, dann stelle ich das her. Aber... Es lohnt sich nicht. Okay, gesundheitliche Kaufpausen besser. Ist nur irrelevant, weil es... Es ist mir egal. Menschengemachte Ressourcen gewähren zu Fett, Schwarzpulver und Bewegungsgut aus jeder Quelle. Nee, halt. Feine Effekte Wahrnehmung brauche ich nicht. Deswegen ist... Ich laufe jetzt die ganze Zeit mit dem gleichen Zeug rum. Es ist, ich finde, das ist ein bisschen zu wenig Vielfalt. Ich würde mir da wesentlich mehr wünschen, tatsächlich. Ich würde mir wünschen, mehr Outfits craften zu können. Die was bewirken. Ich meine, ja, natürlich, ich kann mich jetzt zu einer Lara aus 1995 machen. Das ist schön und nett, klar. Ich würde halt gerne die Echtheit in Anführungsstrichen. Also im Sinne von, ich kann mir jetzt hier irgendeine Lederjacke anziehen oder sowas. Aber das, ja, es ist halt auch nicht irgendwie das, was ich wirklich will. Ich will die... Malo bin lak. Ich habe nicht gedacht, dass der... Okay, der hat einen Helm. Und das ist schlecht, habe ich verstanden. Auf der richtigen Spur. Ich hätte den auch einfach ganz ruhig ausschalten können, aber... Es wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Behaupte ich mal. Vorsicht. Esipal chuko so okwautan tak bela ma. Mauka tuyal tuskutaki kuba le kushul makobo. Woksak. Helo! Helo! Ich glaube, nicht schlecht. Ich kann es zielen gerade mit meinem... Mit meiner... Wow. Ja, ja, das war schlecht, ich weiß. So. Obwohl, die haben auch alle nur Pfeile, ne? Kann ich nicht durchkrabbeln. Hier bin ich wohl richtig. Aha, ein merkwürdiges Zeichen. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Was ist das? Ich kann mich hier mit Schlamm einreiben. Achso. Kenke, Titu, la tiktemakase se wentli, temachtli kuali timich masiltise, kena, achiweyi kenta, Titu, melawa kuali tikuachtoskia se chikweyi tonali. Ich sehe 1, 2, 3, 4. Oh, da ist auch noch einer. Hoppala. Wäre beinahe schief gegangen. Wie sind die denn alle? Kann ich mal kurz gucken? Okay. Siehst du mich? Okay, ich versuche mein Bestes, jetzt mal einfach alle hier auszuschalten. Das Schöne ist, wie sie mir hier massenhaft... Alles voll.
Ich kann nicht mehr tragen. Massenhaft Materialien geben. Oh shit, der erkennt die Leiche erkennen. Nein, 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 nein. Du hast die Leiche nicht gesehen, ja? Okay. Shit, jetzt kommt der auch noch. Na, das ist ja jetzt ein bisschen uncool. Okay, jetzt sind sie auf jeden Fall. Auf. In jedem Fall wissen sie jetzt, dass es mich gibt. Oh, geil. Schön in die Luft. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Ach, jetzt sind alle... Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Ich habe irgendwie anscheinend alle getötet. Dafür habe ich nicht genug Platz. Witzig. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut. Dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir das Tor öffnen. Nur die Frage, wie. Achso, ich kann einfach hoch. Hätte ich das nicht von Anfang an machen können? So, für die haben wir das Tor geöffnet. Ja, ich erinnere mich, klar. Und das ist der Schlüssel, den wir haben. Aus dem Schlangenschrein. Aus dem Bauch der Schlange. Die befreien also ihren Sohn. Hunduni Schokol, Galantbil. Mutter. Otto, bring ihn weg von hier. Jonah. Wie geht's, Edsley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Tu, was du tun musst. Okay. Sie haben Onuratu, das ist halt, naja, den Sohn für die Königin, ne? Das Auge der Schlange, das ist es.
Also geile Kulissen hat das Spiel. Also es erinnert sehr stark an natürlich an Uncharted. Uncharted und Tomb Raider sind ja zwei ähnliche Spiele. Und beide Spiele haben echt unglaubliche Kulissen zu bieten. Das kann man einfach, also da kann man nichts gegen sagen. Oder ich kann da nichts gegen sagen. Ich finde das. Das sind sehr schöne Kulissen. Merkwürdige Affen oder sowas. Und alle ab. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Meint sie damit runter? Meinte sie das mit dem einzigen Weg? Okay. Auch kein Unterwasser. Nein, nein, nein. Das ist grundsätzlich wieder Piranhas und Aale und. Doch, wahrscheinlich schon. Ja, ich befürchte schon. Ich befürchte doch nicht. Yes! Glück gehabt. Ja, keine Ahnung. Also, ich fühle mich immer im Unterwasserlevel irgendwie so ein bisschen so. Beklommen. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Schwalbensprung, auf nach unten oder so ähnlich. Neues Basislager entdeckt. Hoffentlich ist Onuratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Bist du so schwer, ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten, straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft? Fragte er weiter. Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere? Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Okay. Beim nächsten Mal geht's dort hinauf und beziehungsweise eigentlich sollten wir ja hinab. Bis dahin, viel Spaß mit Videos, euer Hedi.